sì, con breve. Cero. Fattoio, con me sei ne. So schianto usted. Provenzio di orosisto comunzi poc privionda. Camoles me. E music? Fanni se brasa care me. Ein Mann, ein Schwert, ein Gottkönig. 20 Jahre sind ins Land gezogen, seitdem der Gottkönig unseren Vater in einer alten Burg niedermetzelte. Wir wollen Rache! Die Geschichte von Infinity Blade ist eigentlich nur Platzhalter für eins der ungewöhnlichsten, aber auch besten Spiele für euer Apple-Gerät. Was bereits kurz nach dem Starten des Spiels auffällt, ist die grandiose Grafik, die alles in den Schatten stellt, was man bis dato auf einem iOS-Gerät zu sehen bekam. Dank der optimierten Unreal 3 Engine bekommt ihr knackig scharfe Texturen, eine aufwendige Architektur und vor allem erstklassige Animationen der Gegner sowie tolle Licht- und Schatteneffekte zu sehen. Aber auch die Soundabteilung braucht sich nicht vor der Grafik zu verstecken. Markerschütterndes Gebrüll, klirrende Schwerter und epische Kompositionen untermalen die Mittelalter-Action perfekt. Das Spiel führt euch auf festgelegten Bahnen durch eine Burg. Per Bildschirmtab bestimmt ihr die Richtung, in die es als nächstes geht. Zwischendurch werdet ihr immer wieder von Monstern und Kriegern auf eurem Weg zum Gottkönig behindert. Praktischerweise finden sich in der Burg allerlei Goldsäcke sowie Tränke zum Wiederherstellen der Energie. Das Gold könnt ihr im Shop gegen bessere Ausrüstungsgegenstände eintauschen. Um Steuerproblemen auf dem Touchscreen vorzubeugen, setzten die Entwickler während der Kämpfe vornehmlich auf bewährte Kontrolltechniken. Per Fingerwischen benutzt ihr eure Waffe in der gewünschten Richtung. Darüber hinaus gibt es Buttons zum Blocken und für besonders starke Angriffe. Blocken könnt ihr allerdings nicht unbegrenzt. Sobald euer Blockkontingent aufgebraucht ist, steht euch euer Schild erst im nächsten Kampf wieder zur Verfügung und ihr nehmt Schaden. Allerdings könnt ihr immer noch ausweichen, was über Buttons am unteren Ende des Bildschirms geschieht. Des Weiteren könnt ihr gegnerische Attacken durch einen Fingerstreich in die richtige Richtung parieren. Zaubersprüche löst ihr mittels Knopfdruck und einer kleinen Zeichnung aus. So könnt ihr euch heilen oder dem Gegner einen Feuer- oder Giftzauber ins Gesicht schleudern. Nach jedem überstandenen Kampf erhaltet ihr Erfahrungspunkte für euren Charakter und die Waffen. Habt ihr einen Stufenanstieg erreicht, könnt ihr bestimmte Eigenschaften wie die Lebens- oder Zauberenergie oder die Angriffskraft erhöhen. So werdet ihr im Spielverlauf immer stärker, bis ihr dem Gottkönig gegenübersteht. Nach einem weiteren spektakulären Kampf gegen den Gottkönig müsst ihr schnell feststellen, dass ihr auch dieses Mal keine Chance habt und das Spiel beginnt von vorne. Der nächste Nachkomme macht sich auf die Reise, den Gottkönig zu zerstören. Allerdings dieses Mal mit den Erfahrungspunkten und der Ausrüstung seines Vorgängers im Gepäck. An die 10 Durchläufe werdet ihr brauchen, bis ihr stark genug seid, um es mit dem Gottkönig aufzunehmen. Toll ist, dass für Infinity Blade mittlerweile die kostenlosen Erweiterungen Content Pack 2 und 3 erhältlich sind, welche per App-Update nachgeschoben wurden. Denn wem Infinity Blade zu langweilig geworden ist, kann dank Content Pack 2 in die Katakomben der Burg steigen und den Kampf gegen 10 weitere Monster aufnehmen.
Content Pack 3 führte sogar den lang ersehnten Multiplayer-Modus via Game Center ein. Darüber hinaus gibt es jede Menge neue Ausrüstungsgegenstände und die Möglichkeit, einen weiteren Charakter anzulegen. Unser Fazit: Infinity Blade ist ein faszinierendes Spiel, bei dem man sehen kann, wozu das eigene Apple-Gerät in der Lage ist. Wenn bei zukünftigen Spielen nur noch eine größere Bewegungsfreiheit und mehr spielerische Tiefe hinzukommen, dann haben wir ein wahrhaft episches Spiel. Denn auf Dauer ist es doch etwas ermüdend, immer und immer wieder dieselben, zugegebenermaßen brillanten, Szenarien durchlaufen zu müssen. Aufgrund der perfekten Präsentation und der guten Spielbarkeit zählt der Titel für uns dennoch, ohne Zweifel, zu den Highlights für das eigene Apple-Gerät.